Hallo, mein Name ist Frank Bader, bin seit 1995 in der AK Barmbek und habe zum 01.01.2022 die Leitung des OP-Zentrums übernommen. Unser Team besteht aus 9 MitarbeiterInnen aus den verschiedenen Bereichen wie die Gesundheitspflege, Anästhesiepflege und MFA. Im OP-Zentrum sind wir für die Patienten da, die morgens zu ihrer OP kommen, und werden von uns aufgenommen, werden administrativ aufgenommen, die Akten werden sortiert den Patienten zugeteilt, dann in die Umkleide gebracht und von dort weiter bis in den OP begleitet. Die ambulanten Patienten werden auch nach ihrer Operation weiter von uns betreut. Wir haben im Aufwachraum 8 Plätze für ambulante Patienten. Dort bleiben sie dann so lange, bis sie nach Hause gehen können. Freundlichkeit und Zuwendung hat bei uns hohe Priorität, da viele Patienten mit Ängsten an ihrem OP-Tag bei uns erscheinen und wir der Erstkontakt in diesem Fall sind. Wir sind ein erfahrenes Team, was sehr viel Wert auf eine gute Einarbeitung legt und wir jeden Bewerber und jeder, der bei uns anfängt, gut einarbeitet in die verschiedenen Bereichen der administrativen Patientenaufnahme sowie in der direkten Patientenaufnahme an ihrem Tag und die postoperative Überwachung. Wir arbeiten von Montag bis Freitag in 2 Schichten. Eine Schicht beginnt morgens um 5.45 Uhr bis 14 Uhr und die andere Schicht von 10 bis 18 Uhr. Was sehr gut mit Beruf und Familie zu vereinbaren ist. Alle Wochenenden sind frei, auch die Feiertage.